im 25 Kilometer östlich von Leipzig gelegenen Ort Wurzen dreht das amerikanische Kamerateam Ende April 1945 diese Aufnahmen von gefangenen deutschen Soldaten. Der Vater von Adolf Grebert war damals Oberbürgermeister der kleinen Stadt an der Mulde. Als das Kriegsende immer näher kam, gab es ja hier in Wurzen noch Fanatiker, die noch immer an den Endsieg glaubten. Es wurde ja ein Militärkommandant eingesetzt, Wehrmachtskommandant, der hat einen Aufruf noch am 19. April 1945 veröffentlicht an die Bevölkerung. Und da heißt es, dass man keine weißen Fahnen hissen dürfte zur Kapitulation, denn, und das erschien mir als Jugendlicher damals schon unerklärlich, denn die Entscheidung des Zweiten Weltkrieges zugunsten Hitler-Deutschlands könnte noch in Wurzen herbeigeführt werden. Das war für mich unmöglich, sowas noch zu glauben. Armin Grebert versucht, den zum Durchhalten entschlossenen Wehrmachtsoffizier zur kampflosen Übergabe der Stadt zu bewegen. Und da hat natürlich mein Vater gesagt, also wir können die Stadt auf keinen Fall verteidigen. Wir müssen irgendetwas tun, damit das nicht geschieht. Und das war natürlich in der damaligen Zeit sehr gefährlich, da stand die Todesstrafe drauf. Ne? Mein Vater musste da in seinen Worten sehr vorsichtig sein. Er sagte eben, wir haben doch gar keine Abwehr mehr. Und auch wie wird das mit Lebensmitteln und so weiter? So musste er den Kommandanten versuchen, auf seine Linie zu bringen, was allerdings erst in allerletzter Minute geschah. Gleich nach der Kapitulation herrscht das Chaos in Wurzen bei Leipzig. Die Stadt war übervölkert mit Flüchtlingen. Und hunderttausende deutsche Soldaten fliehen aus Angst vor sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Wenn man den Krieg überhaupt überlebt, wird Gefangenschaft kommen. Am 24. April 1945 kapitulieren die deutschen Verteidiger von Wurzen. Die 20.000 Einwohner der Stadt können aufatmen. Es herrscht ein unvorstellbares Chaos. Denn durch die Straßen von Wurzen ergießt sich ein Strom von befreiten Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern, die in ihre Heimatländer zurück wollen. Die Stadt war übervölkert mit Flüchtlingen, mit Heimatvertriebenen, mit Zwangsarbeitern, mit Kriegsverwundeten. Die Volksgemeinschaft ist in Auflösung begriffen. Am Bahnhof von Wurzen haben die Menschen ein Vorratslager entdeckt. Gesetz und Ordnung gelten nichts mehr. Es wurde geplündert. Und ich wunderte mich, und alle wunderten sich, wie viel Vorräte gestapelt worden ist. Die sind mit Handwagen gekommen. Da hat natürlich mein Vater gesagt, also ihr Kinder könnt das nicht, meine Kameraden, die waren auch dabei, alle, die wir kennen, ihr könnt das nicht machen. Als die Kinder vom Bürgermeister, der einen Aufruf erlassen hat, nicht plündern. Dann haben die Amerikaner also für Ordnung gesorgt. Die Sieger sind entschlossen, den Deutschen den Militarismus endgültig auszutreiben. Doch Amerikaner und Sowjets sind unterschiedlicher Meinung, wie das am besten geschehen soll.